Widder, Hobel, Schraube, Herz. Hallo, ich grüße dich zu einem weiteren fahrradrelevanten Video. Es geht um den Aufbau eines klassischen Pedersen Modell T. Was die Pedersen-Fahrräder anbelangt, bin ich seit Jahren ein großer Anhänger dieser Fahrradform, möchte ich es mal nennen. Es sind natürlich ganz normale Fahrräder, aber sie haben doch einen ganz eigenen Status. Einfach aufgrund von, gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber ihr Aussehen ist einfach sehr speziell, sodass viele Leute, die einen Pedersen das erste Mal sehen, überhaupt gar nichts damit anfangen können. Ich freue mich natürlich deswegen immer besonders, wenn Menschen zu mir kommen und ihr altes Pedersen warten oder ein bisschen mit der neuen Technik spielen und es etwas anpassen lassen wollen. Und schon sind wir eigentlich direkt im Thema drin. Wie du jetzt die ganze Zeit hier siehst, habe ich eine A2-Narbe von Stormy Archer. In diesem Moment, wo du das hier siehst, ist sie nicht mehr ganz aktuell. Oder zumindest nicht mehr neu rausgekommen. Dort, wo ich jetzt hier das gerade auseinanderbaue, da ist sie gerade frisch auf den europäischen Markt gekommen. Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin ein großer Freund von den alten Sachs-Automatiknaben oder von den SRAM-Automatiknaben, wobei ich da wirklich einen Unterschied mache. Jetzt freue ich mich besonders, dass Stormy Archer die Automatiknaben auch in ihr Programm aufgenommen haben und teste sie jetzt hier in diesem Projekt gerade. Was ich immer nicht so mag bei den Automatiknaben ist, sie schalten mir immer zu früh. Und deswegen, wie du hier siehst, bin ich schon gerade bei den Fliegewichten dabei, sie ein bisschen leichter zu machen. Das sind nur ein paar Gramm, die ich da rausnehme, aber ich arbeite auch mit einer stärkeren Wurmfeder, also nehme keine 1,2 mm, sondern eine 1,5 mm Dicke, die auch ein bisschen stärker dann ist. Und dadurch kann man erreichen, dass der Schaltvorgang ungefähr 2-3 km/h später stattfindet. Wie du hier siehst, die Narbenhülse hat sich in ihrer Farbe verändert. Sie ist gerade vom Eloxierer wiedergekommen. Ich habe sie rot machen lassen, zumindest so weit, wie es ging. Mein Eloxierer hat sich wirklich angestrengt, aber mit der Kappe oben, die sehr, sehr fest drauf sitzt und ohne eine Zerstörung hätte ich sie nicht abbekommen. Mussten wir also mit einem etwas schwachen Eloxal-Ergebnis leben. Aber das ist in Ordnung. Irgendwann wird es bestimmt die Hülse auch dann nochmal, wie bei Stormy Archer üblich, in mehreren Farben geben. Und dann wird es auch rot geben und dann werde ich hier nochmal austauschen. Was ich hier mache ist, ich fette natürlich die Laufflächen, denn ich bin großer Freund von einer Konuslagerung. Und die muss natürlich gefettet sein, damit das wirklich sehr, sehr ordentlich läuft. Hier siehst du, wie sich das Thema Rot weiter fortsetzt. Die Felgen sind auch nochmal frisch vom Eloxierer gekommen. Hier kannst du auch noch dann sehen, dass ich mich ganz entgegengesetzt meiner eigentlichen Meinung mal für eine Nabendynamo entschieden habe. Ich bin eigentlich eher ein Freund vom Seitenläufer, weil ich diesen Tretwiderstand nicht mag, den der Seitenläufer auch im ausgeschalteten Zustand einfach abgibt. Aber in diesem Fall habe ich das jetzt einfach mal gemacht, weil ich keine Mickey-Maus-Lösung wollte mit irgendwelchen Adaptergeschichten. Ich habe auch mal den Prozess, was die Teilefindung anbelangt, mit reingenommen. Hier siehst du gerade, wie ich mich für die richtigen Griffe entscheide. Das Thema Rot bleibt natürlich erhalten. Und hier gucke ich gerade wegen der Länge nach, aber auch wegen der Dicke. Ich habe halt sehr große Hände und ich mag es immer gar nicht, wenn ich mich selber mit den Fingerspitzen die ganze Zeit anfasse. Und so dünne Griffe, das ist sowieso ein bisschen unsicher, finde ich immer. Also es fühlt sich für mich unsicher an beim Fahren. Das hier sind Holzgriffe, die ich irgendwann mal mit Bullenlederschnüren umwickelt habe. Und eigentlich ist meine Entscheidung schon gefallen. Die fühlen sich schön kernig an.
Und natürlich geht das nicht in dieser Farbe. Das heißt, die haben ja noch gar keine Farbe und müssen jetzt also auch rot werden. Dazu nehme ich die beste Lederfarbe, die es überhaupt gibt, und werde die entsprechend in mehreren Schichten die Farbe dann auftragen. Um das einfach schön satt zu halten dann. Ne? Das, was du dann nicht sehen wirst, ist, wenn die Farbe komplett durchgetrocknet ist, kommt dann nochmal eine Schutzschicht drüber. Das ist eine Art Lack, eine Art Abschlusslack, der verhindert, dass der Handschweiß die Farbe nicht nochmal irgendwie anlöst oder so. Und wie immer machen es natürlich die kleinen Details aus. Hier habe ich die Kettenblattschrauben entfernt, die originalen, und tausche sie gegen rote aus, einfach um noch ein paar schöne Akzente setzen zu können. Also zusätzlich zu der Kobel, die natürlich sowieso schon den größten Akzent schlechthin setzt. Bei den Pedalen habe ich mich für die von Moto entschieden. Nicht nur, weil sie äußerst genial sind für Fahrradfahrer. In meinen Augen eine mit der besten Pedale schlechthin. Nein, sie passen natürlich auch super zu der Kurbelgarnitur. Und ich kann sie auch noch farblich anpassen. Das siehst du jetzt hier gerade. Ich ziehe das alte, oder das alte ist ja noch nicht benutzt, ziehe das Grip Tape ab, was mitgeliefert ist. Weil es gibt die leider nicht in Rot original, die mit dem schwarzen Rand, also die Plastikdinger. Ich habe auch erst überlegt, ob ich die in Holz nehme, aber da guckte mir das Holz zu sehr raus und das hat einfach vom Aussehen her nicht so, guck mal hier, das sieht doch super aus jetzt, so muss es sein. Was Rücklichter anbelangt, hat die Fahrradbranche nicht wirklich schöne Modelle zu bieten, schon seit Jahren nicht. Ich habe mich deswegen für einen Klassiker entschieden. Und der wird ein bisschen umgebaut, wird von der Verchromung befreit. Das wird dann schwarz lackiert, das siehst du jetzt hier. Und dann wird das mit der LED-Technik gepaart, passt das auch. In der Welt der Fahrräder habe ich festgestellt, da werden Sachen entwickelt, die eigentlich gar nicht passen. Deswegen muss ich hier auch nicht den Fahrradständer selber, sondern eigentlich die Halterung muss ich hier nochmal anpassen, damit ich den Rahmen nicht beschädige. Wer sich das ausgedacht hat, ich habe es nicht ganz verstanden, aber so muss ich da halt noch mit so ein paar Unterlegstücken arbeiten, die ich auch so ein bisschen farblich anpasse nachher, die Lederstücke, ein bisschen Gummi noch oben drauf. Und warum ich mich für die schlechteste Variante entscheide, und zwar einen Hinterbauständer zu verwenden, das liegt daran, dass ich das Pedersen auch noch für ein weiteres Projekt verwenden möchte. Das kommt dann aber später. Die Vorarbeiten sind nun erledigt und jetzt geht es ans Zusammenbasteln. Und in diesem Fall gestaltet sich das Zusammenbauen etwas anders, als normalerweise ich das beim Pedersen machen würde. Wie du hier siehst, ist der Vorbau schon direkt an der Gabel montiert und wird nicht oben in den Gabelschaft hineingesteckt. Das hat einfach den Grund, weil ich möchte nicht so aufrecht, sondern eher in einer etwas sportlicheren Position sitzen. Das lässt sich mit dem Pedersen auch gut realisieren, denn die Geometrien haben sich ja seit dem ersten Fahrrad, was produziert worden ist, nicht großartig verändert. Es wurden damals mit dem Pedersen Rennrekorde aufgestellt. Es hat sich halt erst dann in den 70er Jahren dann dazu entwickelt, dass das mehr so ein Gemütlichkeitsfahrrad wurde. Das muss es aber nicht sein, denn du siehst ja hier, ich habe hier 32 mm breite Reifen montiert. Daran erkennst du schon, das Fahrrad soll etwas sportlicher fahren. Jetzt ist, glaube ich, auch schon wesentlich besser erkennbar, dass das Thema Schwarz mit rotem Kontrast das Thema des Fahrrades ist.
Und ich finde, es steht ihm sehr, sehr gut. Ach, diese Bremsen. Eine mit der besten Bremsen überhaupt. Schade, dass so viele Fahrradhersteller auf Scheibenbremsen gegangen sind. Für mich sind das immer noch die Bremsen, die an ein Fahrrad gehören. Einfach gute Bremsleistung, leicht und schön zu dosieren. Und sie quietschen nicht. In dieser Aufnahme hier kann man jetzt wirklich gut erkennen, dass das Original Schwarz von Pedersen kein richtiges Schwarz ist, sondern so ein angehauchtes Anthrazit ist. Ich habe das aber so belassen, das ist die Originalfarbe und ich wollte daran auch dieses Mal nichts ändern, wo ich ja sonst immer irgendwas an einem Pedersen-Rahmen ändere. Meistens natürlich dann so die Aufnahme für einen Ständer, dass ich die einschweiße. Das finde ich, dass das beim Pedersen nicht dran ist, da kriege ich jedes Mal immer einen Hals bei. Aber diesmal lasse ich das so, das ist okay, weil ich wollte, dass dieses Mal das möglichst so weit wie möglichst original bleibt, der Rahmen. Und hier siehst du das fertige Pedersen in seiner ganzen Pracht. Wie du siehst, habe ich auch eine rote Kette aufgezogen. Das musste einfach sein. Die Endkappe ist auch in Rot. Und hier siehst du die beiden Zugstangen aus Edelstahl. Da kommen noch zwei Schrumpfschläuche jeweils drüber, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Fahrrad fertig war, gab es die gerade nicht. Und weil wir hier gerade an der Gabel sind, ich habe ja noch gar nicht zu der Lederlampe gesagt, diese hier, ja, sie ist komplett aus Leder, natürlich nicht die Lichteinheit selbst, aber das Gehäuse, das ist ja das, was ich mache und dachte ich mir, da muss natürlich auch eine schöne Lederlampe in Rot an einen Pedersen ran. Da, sieht das nicht schön aus? Aber ein Fahrrad ist nur so gut, wie es sich fährt. Deswegen ab damit auf die Straße. Hier bin ich auf dem Kronprinzessinnenweg, den ich in diesem Fall an einem Wochentag nutze, weil am Sonntag kann man den ja nicht befahren. Das geht überhaupt gar nicht. Und hier siehst du das wunderschöne, fertig aufgebaute Pedersen in Aktion. Ich bin mit der Sitzhaltung auf dem Fahrrad super zufrieden. Es fährt sich äußerst komfortabel, dennoch sportlich. Und das Fahrrad rollt leicht. Man kann schön antreten. Und mit der Veränderung von der Sturmey Archer, der A2, hat man auch nicht mehr das Problem, dass so schnell gleich in den zweiten Gang geschaltet wird. Und wie ich erwähnt hatte, sind die Automatiknaben ein Steckenpferd von mir. Deswegen hatte ich nachträglich die Wurmfeder auch noch mal ein bisschen verlängert. Ich glaube um 2 oder 3 mm. Und hier siehst du auch, ich habe auch noch dann einen Öler eingebaut. Das halte ich für sinnvoll, dadurch, dass die Narbe immer mal wieder ein kleines Schlückchen Öl haben möchte. Und dann, damit man sie nicht immer mal wieder ausbauen muss und macht das einfach Sinn. Ich weiß nicht, warum die Hersteller das nicht von vornherein her einbauen. Früher gab es das immer, heute nicht mehr. Hier nochmal der Blick auf den Lenker. Fährt sich wunderschön, lässt sich gut greifen. Die Übersetzung ist für mich genau passend, weil ich trete eher ein bisschen hochfrequenter. Man sieht ja auch, ich lasse meine Beine gut fliegen.
Und mit diesen Fahreindrücken kann ich nur sagen, dass wie immer ein Patterson-Projekt für mich die reinste Freude ist. Und auch hier ich nur Spaß gehabt habe und die Kilometer, die ich bisher gefahren bin damit, waren einfach nur genial. Damit verabschiede ich mich bei dir, bedanke mich und ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt bei dem Video. Peter, Hobisch, Raube, Herz.